Also mein Pony und ich, wir sind hier gerade angekommen in La See bei der dritten Station vom Equinet Pony Cup. Und ich denke, es wird ein richtig, richtig cooler Tag mit gutem Sport und vor allem sehr viel Spaß. Und wir machen uns jetzt dann auch fertig und starten dann auch. Seht, war es bzw. ist es heute urlustig hier und ich kann es ja auch verstehen. Wenn man herkommt, man trifft sofort alle Leute wieder, die man schon seit 3 Wochen nicht mehr gesehen hat. Ich reite jetzt schon seit ein paar Jahren mit, hier beim Equinet Pony Cup und es haben sich schon richtig coole Freundschaften entwickelt. Darum bin ich auch ziemlich traurig, dass es heuer leider schon mein letztes Ponyjahr ist. Aber ich denke, diese Freundschaften werden auf jeden Fall noch länger halten. Es macht einfach richtig viel Spaß, hier mitzureiten. Die Atmosphäre ist einfach total schön. Jeder freut sich für jeden, jeder vergönnt jedem den Sieg. Für mich sind immer wichtig die Freunde. Wo die Freunde sind, da ist immer alles lustig, finde ich. Am Anfang war es immer so, dann kannte ich keinen und die alle haben sich immer gut verstanden. Ich war immer die alleine, aber jetzt verstehe ich mich schon super mit allen. Wir haben immer extrem viel Spaß nach dem Turnier und auch es wünscht sich jeder dem anderen das Beste und es ist extrem cool. Für mich ist das immer so ein bisschen wie Urlaub von der Schule, wenn ich am Pony Cup rate. Wie ist das für dich? Ja, ist natürlich auch so und es ist extrem cool, weil unsere Schule ist da voll nett, die gibt mir immer frei, wenn ich ein Turnier habe. Man freut sich, wenn man da frei kriegt, wenn man ja sehr hart trainiert. Natürlich ist es sportlich eine Herausforderung, denn die besten Ponyreiterinnen und Reiter Österreichs sind hier immer wieder am Start und versuchen natürlich, das Bestmögliche aus ihren Ponys herauszuholen. Ja, also ich finde das cool, weil beim Pony Cup kann so jeder gewinnen. Es kann ein neuer Ponyreiter dazukommen und der hat genauso viele Chancen wie die ganzen anderen. Also das finde ich spannend. Was hast du gedacht, wie endgültig war, dass du den Sieg geholt hast? Also es ist ein unbeschreibliches Gefühl zu gewinnen. Am Anfang realisiert man das noch gar nicht so. Also ich bin immer so, dass ich rauskomme und einmal gar nicht realisieren kann, dass ich gewonnen habe. Und bei mir braucht das immer ein bisschen, bis das sickert und bis ich weiß, okay, ich habe jetzt gewonnen und dann freue ich mich dann extrem. Die Herausforderung natürlich zu gewinnen macht es nochmal umso spannender und so und das ist halt schon so ein Nervenkitzel, der dann immer dabei ist. Man ist total stolz auf sich, wenn man den gut bewältigt, also es macht wirklich total viel Spaß. Das war es leider schon hier vom Equinet Pony Cup in der See. Jetzt müssen wir morgen alle wieder zurück in die Schule und natürlich auch zum Training. Aber die nächste Station vom Equinet Pony Cup ist schon im Juli in Farach. Aber jetzt gehen wir hüpfen.